habe mich so langsam von dem Schreck mit der Lootbox da unten beim Premium-Händler erholt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei The Division. Was macht denn der Hans eigentlich da oben? Der mehrt schon die ganze Zeit darum. Wird, glaube ich, auch noch in 10 Stunden darum mehren. Hier alles voll Symbole. Könnten mal wieder ganze Sammeleien abgreifen, aber ich schaue gerade mal kurz nach. Wie viel haben wir? 52 von 120. Haufenweise Plunder mitgenommen, aber alles eben bloß lila. Komm, gehen wir mal kurz durch. Ich habe schon den Finger auf V bereit. 65, 87. Weg, 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 weg. Schrotflinte ist schlechter als die Super 90. Kann weg. Das ist ein LMG, nur 60, wir haben 87, ne? 65, 87, genau. Dann kannst du weg, die MP5, wir haben auch was Besseres, die Vector. Weg. Weg. Ja, wobei. Ja, Präzisionsgewehr kann weg, bei der Stärke. Ja, kann weg. Die Schrotflinte habe ich noch behalten. Mal gucken, ich lasse sie noch drin. Meinetwegen kann sie noch etwas im Warm bleiben. Da haben wir nichts Neues. Da 1, hier 3. Da mehr deutlich weniger. Hier etwas weniger, also nein. Und du? Auch nein? Aber bei der Zähigkeit große Unterschiede. Hier deutlich mehr, hier deutlich weniger und hier auch deutlich weniger, also nein. Und hier sowieso, weil da fallen wir unter die 100.000, kann weg. Das wird auch nichts werden. Nee, 90 zu 114. Mm-mm. Handschuhe. Deutlich mehr. Minimal weniger. Deutlich weniger, also nein. Alles rot, also auch nein. Da haben wir nichts Neues. Da könnten wir wieder was öffnen, machen wir gleich noch. Einsatzleistung. Behälter. Mhm, Harnisch des Stürmers und Sturmgewehr, was glaube ich, 60.000. Beides nicht so toll. Also das Grüne schon, aber die Waffe nicht. Das könnte vielleicht was werden. Und Schrotflinte. Inventar. Unsere Schrotflinte hat 77, also nein. Und das ist ein Sturmgewehr. Also auch nein. Hm? Ach hier oben. So. Ah, hier deutlich weniger, da deutlich mehr. Ah, hier brauche ich jetzt nicht noch mehr. Dafür, nee. Kommt auf jeden Fall ins Lager, keine Frage. Aber so nicht. So war es noch neu. Du warst noch neu. Etwas mehr, deutlich mehr. Ah, ist nicht verkehrt, die Operatormaske. Bringt uns hier voran, hier minimal weniger, aber ich will eigentlich hier auch mal vorankommen. Wenn es sein muss, zum Kosten auf der Zähigkeit. Fertigkeitenstärke eher weniger. Aber nein. Insofern kommt die auch weg. Gut, hätten wir das. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Lager, grünes Ablegen. Im Inventar. Maske des Nomaden. Du warst das. Haben wir nämlich ausgerüstet. Sieh da. Nicht anlegen, ins Lager legen ist F. Gut. Den restlichen Krempel verkaufen. Kommen wir jetzt über die 1 Million. 7,85. Nee, 3000 davor. Was hat er so Cooles? Er wird wahrscheinlich... Oh, nee. Ich dachte jetzt Schrotflinte, aber nein. Ah, hier schon. Aber, wenn, dann holen wir uns beim besonderen Hans was. Den hinten in der Ecke. Aber wir ziehen jetzt erstmal wieder los. Wie voll ist der Rucksack? Ich würde es gerne wissen. Ich bitte um Anzeige. Bitte. Ich habe da gerade beim Händler nicht drauf geguckt. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich.
So, und jetzt hier unten. Unbekanntes Signal, genau. Da müssen wir zum Camp Hudson zurück. Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Wie ich jemals ohne dich durch den Winter gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Hm. Siehst du mal. Kann ich hier nicht schnell reisen? Nee, sieht nicht so aus. Schätzchen. Hier ist kein Schnellreisepunkt. Wenn ich jetzt bei einem Safehouse bin, dann zeigt es mir hier direkt Blitzreise an. Hier zeigt es aber doch einen an. Gut. Deswegen habe ich auch nachgeschaut. Komisch, ich habe gleich X gedrückt, als ich da drauf gegangen bin. Habe ich da daneben gedrückt? Hm. Stand aber auch Camp Hudson. Na, eine sichere Zone, keine Waffen mehr erlaubt. Mensch. So, und sie war jetzt weiter hinten. Die hatte auch ihren Stand. Hier, genau, hier sind wir angekommen. Die hatte ihn beim Eingang. Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Wie ich jemals ohne dich durch den Winter gekommen bin, ist mir ein Rätsel. Bei deiner Rückkehr wartet hier ein kleines Dankeschön. Komm ich doch mal besuchen, ja? Wenn schon meine Kinder keine Zeit finden, dann vielleicht doch du? Ja, sie und ihre Schwestern, die Shelley Strong und, machen uns alle an. Hallo. Liebes, du hast so gute Arbeit geleistet. Die Division muss dich hervorragend ausgebildet haben. Ich wünschte, meine Kinder könnten so gute Bürger sein. Aber mein Benny kriegt es ja nicht mal hin, sich die Schuhe zuzubinden. Vielleicht kannst du ja mal mit ihm reden, wenn das alles vorbei ist. Nun ja. Kann mich nicht mal krank melden. Vielleicht kann er ja dann schon Schuhe zubinden. Ich kann gar nicht mehr reden. Sehen Sie sich doch mal an, was ich für Sie habe. Was ist das denn Geiles? 150.000. Aber es ist halt leider in Anführungszeichen bloß ein Präzisionsgewehr. Vielleicht werden Sie ja nächstes Mal etwas kaufen. Naja, mal schauen. Unbekanntes Signal. Dem gehen wir jetzt mal nach. Ein SHD-Signal. Hat es vielleicht was mit Aaron Keener zu tun? Irgendwie muss es mit dem doch auch weitergehen. Vielleicht im nächsten Teil, vielleicht im Untergrund. Wobei Untergrund scheint Gebiet der Cleaners zu sein. Wir werden mal sehen. Hey, was ist denn hier los? Volksversammlung. Die Sarah-Station haben wieder aufgemacht, das haben wir hier gehört. Es geht wieder bergauf. Hier merkt man es gerade, oder? Hier war doch immer leer. Aber aufgeräumt haben sie hier immer noch nicht. So, und hier geht das Signal los. Eine unscheinbare Tür, die wir schon in Folge... Nein, nicht Folge 1, aber zu Beginn gesehen haben. Hier quatscht doch jemand. Das ist doch eine Falle, oder? Das hier ist eine Falle. Hier wird man gleich eingesperrt. Und dann war es das mit dem Spiel. Nein, ich will hier schnell aus. Dann gehen wir mal hoch. Das Signal untersuchen, aber ich hab's noch nicht mal. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Oh, was ist denn hier? Mitten im Raum so eine Düsenkammer. Kann man hier teleportieren? Kühlschrank macht ganz schön Licht. Nun, hier bin ich. Aaron Keener, der Wunderknabe der ersten Welle. Normalerweise würde ich das persönlich erledigen, aber ich bin nicht ganz sicher, wie du tickst. Du verhältst dich so, wenn Miss Lau zuschaut, und ganz anders, wenn du von der Leine bist. Ach so? Ein ziemlich interessanter Gegensatz. Weißt du, ich glaube, tief in dir hast du es kapiert. Du weißt, dass die alten Regeln, Gesetze, Behörden und all das am Black Friday gestorben sind. Aber die brutalen Söldner, die Ausbrecher und alle, die klug genug sind, sich das Nötige einfach zu nehmen, die werden überleben. Und ich, mir wird es blendend gehen. Und das könntest du auch. Aber du hast einen Eid geschworen, nicht? Du hast dich verpflichtet. Beides nur andere Wörter dafür, dass dein Gewissen dich bescheißt. Frag dich doch mal selbst.
Wer hat das Recht, dir Vorschriften zu machen? Und weißt du, wie viele Agenten in der Dark Zone gestorben sind, nur damit die da oben sie dann aufgeben und eine Mauer darum bauen? Du glaubst mir nicht? Dann geh hin und sieh es dir selbst an. Aber die Leute, für die du arbeitest, spielen keine Rolle mehr. Amherst hat die Spielregeln geändert und ich habe vor, zu gewinnen. Ich habe Tschernenko, einen DNA-Drucker und ein äußerst interessantes Rezeptbuch. Ich schreibe jetzt meine eigenen Regeln. Du solltest dir überlegen, dich mir anzuschließen. Wir sehen uns. Sehen wir uns wirklich noch? Ich bin gespannt, also... Ich hoffe, das geht noch weiter. Ich habe bei einigen Sachen gehofft. Intels, Agent, 3D. Die Informationen, die Sie im Labor gefunden haben, sind Gold wert. Ich glaube, jetzt können wir das Ding knacken. Intel 3D. Aber wir haben noch mehr Infos. Eine Stimme aus dem Grab. Hören Sie mal, was Amherst zu sagen hat. Neue Beweise verfügbar. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Einer der tödlichsten Erreger des Planeten. Viele Jahrhunderte hat er das Bevölkerungswachstum ganz wunderbar in Schach gehalten. Aber die Zeiten ändern sich. Und manchmal braucht Mutter Natur Hilfe, um ihre Schöpfungen zu verbessern. Zum Beispiel, indem man sie schneller macht. Indem man sie ansteckender macht, bereits während sie sich in einem Wirt entwickeln. Oder sie tödlicher macht. Ich verfolge diesen Ansatz nicht alleine. Mein Freund Vitali ist ein Pionier auf diesem Gebiet. Die Idee existiert schon seit Jahren. Das Genom als Daten. Sehen Sie, mit der Digitalisierung der DNA wurde sie unbegrenzt mutierbar. In der Zeit, die ein Labor für die Anzucht einer Generation von Erregern braucht, konnten wir viele tausend virtuelle Varianten erzeugen. Und wir konnten die besten und tödlichsten davon auswählen. Und sie realisieren. So bastelt man sich seinen Killer-Virus. Man kombiniert ihn mit Genen anderer Krankheiten und steigert so seine Virulenz und Letalität auf ein Maximum. Das Ziel war eine Todesrate von 90%. Ich weiß zwar nicht, ob mein grünes Gift das erreicht, aber mal im Ernst. Das ist nur ein Detail. Solange ein Großteil der Menschheit stirbt, hat die Erde eine reelle Chance. Eigentlich töten Technologien unseren Planeten. Aber das ist nicht ganz wahr. Es ist die Gier, die hinter der Technologie steht. Aber auf dem Weg zu 100 Dollar Genomkarten und Plastikspielzeug aus dem 3D-Drucker ist etwas geschehen. Jemand fand heraus, dass man diese Technik nutzen kann. Modifizieren für einen guten Zweck. Ich. Also, mein Virus tut, was die Natur schon immer getan hat. Entscheiden, wer lebt und stirbt. Will die Natur, dass ich sterbe, sterbe ich. Zumindest bin ich dabei nicht ganz allein. Natürliche Auslese par excellence. Unterstützt durch eine kleine, künstliche Genmanipulation. Alles nur Daten, ehrlich. Leben ist nichts als Datenverarbeitung. Auf dieselbe Weise habe ich das Pockengen auf meinem Laptop verarbeitet. Und wer sagt eigentlich, dass das nicht schon immer der Plan war? Falls Sie durch ein Wunder das grüne Gift überleben sollten, hat die Natur das so entschieden. Sie verdienen zu leben. Der Rest von uns nicht, ganz klar. Viel Glück. Wir sehen uns in der Hölle. Das sind ja Aussichten. Interessant. Amherst gesprochen von Jens Hartwig. Ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Ich mag ihn, den Jens Hartwig. So wie ich ihn als Schauspieler und auch als Synchronstimme immer mal wieder gehört habe. Ist irgendwie immer noch unvorstellbar, oder? Also so ein Virus am PC verändert? Seesack enthält 3D-Biofabrikator.
Amhersts Laptop und Forschungsnotizen. Aktueller Status gesucht wegen Hochverrats. Bewertung versucht höchstwahrscheinlich Amhersts Arbeit fortzuführen. Man sieht sich in der Hölle. Steht da jeweils noch was anderes? Ich fange mal hier an. Unerlaubtes Entfernen von der Truppe. Division Agent, Agent der ersten Welle. Da steht ja auch, ne? Ne, nicht ganz. Früher Charles Bliss und dem LMB zugehörig. Dr. Gordon Amhurst, da liegt er. In der Hölle. Status verstorben. Todesursache Vireninfektion. Beruf Virologe. Details Hauptverdächtiger. Für die Verbreitung des Grüngifts. Identifiziert und sichert Amhursts Forschungsergebnisse. Beschafft sich Wissen über den 3D-Biofabrikator. Sein Laptop. Da steht nichts genaueres, also wie viel Arbeitsspeicher und so weiter. Leitet Test ein. Test erfolgreich. Probe von Gerät ausgegeben. Macht einen Testdruck der DNA-Struktur von Amhursts Virus. Und hier hat er Tschüss gesagt. Nix weiter. Ups. Ich war's nicht. Ich geh wieder raus. Cool. Hätte mich auch gewundert, wenn da jetzt gar nichts mehr gekommen wäre. So nach der Hauptstory. Oh. Hinstellen und gießen. Und raus können wir auch noch. Ein Glück. Ist etwas. Gut, hätten wir die beiden Sachen. Also das Hotel, das war die Einführung in den Untergrund-DLC. Hätte ich den mir nicht gekauft, hätte es die Mission gar nicht gegeben. Wir könnten noch ein paar Missionen abgeben oder wir gehen so langsam mal in den Untergrund. Suchen und zerstören ist das alles. Ziele zerstören und Zielinformation beschaffen. Eine Zieldate. Ein Zieldaten? Einmal Zieldaten gibt's dafür, sagen wir es so. Wir schauen uns das mal an. Gehen wir direkt mal gleich dahin. Hier war ich voll. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Da kann ich gleich wieder über die Schwelle springen. Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Das ist mittlerweile Tradition. 170 Meter. Supermarkt. Gleicher Weg wie vorhin. Ach, Hotel. Das ist aber dahinter. Vor uns liegt noch mehr Arbeit. Oh. Das sind Cleaners, oder? Oder haben jetzt die Rikers... Ah, okay. Das sind eindeutig die Cleaners. Cool. Ich würde schon sagen, haben die jetzt wegen... Sprengstoffkiste? Mhm. Haben die jetzt wegen des Rauchs hier Masken auf? Nein. Ich gehe falsch rum. Hab mir gar nicht weiter den Schnee angeguckt, als wir im Postamt waren. Ich bin hier reingegangen, weil es einfach das Hotel ist. Ich glaube, die Rikers haben einfach einen vom LMB oder mehrere tot gemacht und haben sich deren Ausrüstung geschnappt. Aber die kamen ja mit den Granatwerfern an. Oder haben die einfach nur wegen Stufe 30, wegen des Weltrangs? Ich weiß es nicht. Meine Lieblingsgegner. Genau, zeig uns den Rücken. Und ich treffe nicht. Hä, jetzt habe ich doch den... Genau.
Es wird einfach nicht schlecht. Das ist ein Highlight dieses Spiels. Was machen die denn mit den... mit den Sachen, die die anhaben? Ich dachte, da wären jetzt Zivilisten dabei. Schon wieder, Mann. Oh Gott, die stehen alle so gut zusammen. Na, jetzt gehen sie voneinander weg. Ich wollte gerade die Suchermine auspacken. Kriege ich da alle mit einem Magazin weg. Oh, die gehen schnell weg. Festsetzen. Oder einfach nur tot machen. Ach, das waren... ach, suchen und zerstören. Ne, eine Ziel da. Bewegliches suchen und zerstören. Eins von drei. Hm. Okay. Naja. Wenn das sowas ist. Also ich werde davon auch noch was machen, aber jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.